Alles klar, in diesem Part wollen wir gegen einen weiteren Darksigner antreten. Bevor ich das allerdings tun werde, werde ich zuerst mein Turbo-Duell-Deck ein bisschen bearbeiten. Und ich möchte es zunächst noch mit ein paar Geschwindigkeitszaubern füllen. Und deswegen gehe ich mal kurz in den Shop, um mir ein paar neue Karten zu kaufen. Ich hoffe, es gibt diesen Booster jetzt, ansonsten muss ich den Gegner mit Fallenkarten irgendwie austricksen. Mal schauen, gibt es hier vielleicht irgendwelche Booster, die Geschwindigkeitszählmarken haben oder sowas? Ah ja, perfekt. Beschleunigung erste Stufe. Das werde ich mir kaufen. Da sind jede Menge Geschwindigkeitszauber drin. Vielleicht sogar ein paar gute, die wir im nächsten Duell brauchen können, denn das nächste Duell, da kann ich schon mal ein bisschen spoilern, das nächste Duell ist ein Turbo-Duell. Deswegen bin ich jetzt auch am Kaufen von Zauberkarten. So, es sind hier nur Zauberkarten in diesem Booster drin, also nicht verwundert sein. So, was haben wir denn hier? Silberstreifen. Achso, ja, ihr könnt ja wieder stoppen und euch die Karten anschauen. Hammerschuss, Seelenerlöser. Tornado, Diffusion, Magischer Hammer, endgültiges Schicksal, schnelles Ziehen, schneller Klau, endgültiges Schicksal, Zero Wiedergeburt, noch eine Diffusionskarte, Hammerschuss, Seelenerlöser, die werde ich auf jeden Fall reintun, dunkler Kern, mystischer Box, Diffusion nochmal, Sündenbock, Buch des Mondes, Visionenwind, Opferlamm, Köderpuppe, Gassturm, Silberstreifen, Beschleunigungsboost, Nachladen, Seites Grab, Topf der Trägheit, Finalangriff, Schreckliches Feuer, Zero Wiedergeburt erneut, dunkler Kern nochmal, Gassturm nochmal, mystische Box, Tornado, Speedfusion. Damit kann man ein Fusionsmonster rufen, okay. Angebote an die Verdammten. Begreifnis aus einer anderen Dimension, die werde ich auch reintun. Mystischer Raumtyphon, die tue ich auch rein. Speed Energie. Schreckliches Feuer nochmal. Hammerschuss. Zurück zum Anfang. Gassturm nochmal. Endgültiges Schicksal. Speed Fusion nochmal. Emporkömmling Goblin. Adliger der Vernichtung. Könnte ich reintun, werde ich allerdings wahrscheinlich nicht machen. Schneller Klau nochmal, Beschleunigungszone, eine Fallenkarte, die mit Geschwindigkeitszauberkarten etwas am Hut hat. Chaosende, die werde ich auf jeden Fall rein tun. Magischer Hammer, Angebote an die Verdammten nochmal, Tornado nochmal, Gassturm nochmal, Nachladen, Zuflucht der Unterweltler. Gehirnkontrolle, mystischer Raumtyphon, seichtes Grab, Twister, Angebote an die Verdammten, Visionenwind, Schnellstrom. Nachladen, Seelentausch, die tue ich vielleicht rein. Seelennehmer, letzter Wille, Topf der Trägheit, das Angebot an die Verdammten, den Pokémon Goblin, Chaosende, Speedfusion, Tornado, Gassturm, zurück zum Anfang, Notfallteleport, ups, Entschuldigung, da war ich gerade zu schnell. Topf der Trägheit, Notfallteleport nochmal, Diffusion, Beschleunigungszone, dunkler Kern. Jetzt kommen, glaube ich, die ganzen Karten nochmal, Spezialwirbelsturm. Wunderfusion, es kommen ein paar neue, hatten wir schon, Speed Energie, bin ich mir nicht sicher, Ehrung an die, an Ehrung der Verdammten, dunkler Kern, Nachladen, Diffusion nochmal, Silberstreifen nochmal, Seichtes Grab nochmal, mystische Box, Verstärkung für die Armee, Gehirnkontrolle, Chaos, Ende, mystische Box, Ehrung an die Verdammten, Zuflucht der Unterbettler, Visionenwind, nochmal Zuflucht der Unterwälder, Seelenerlöse, die tue ich auch rein. Schildstoß, Notfall, Teleport und das war's. So, jetzt werde ich mir ein eigenes... Ach, sehr schön. Wenn man 80% eines Boosters gekauft hat, dann schaltet man auch dann gleichzeitig die entsprechende Kartenliste frei. Ich zeig's euch mal schnell. Falls es euch interessiert. Das muss ich suchen. Wo waren das nochmal? Hier vielleicht? Genau, Kartenliste. Ja, man schaltet dann hier automatisch den Booster hier frei. Man kann sich dann die Karten anschauen, die man noch nicht hat und die eventuell mit Codes aus dem Internet sich herholen, sodass man hier die 100% dann erreichen kann.
Und wenn man hier insgesamt von allen Karten 95%, soweit ich weiß, hat, dann kann man eine verbotene ins Deck reintun. Und man kann sich dann alle Karten anschauen, da bin ich mir jetzt allerdings nicht so sicher, wenn man 80% aller Karten hat. Ähnlich wie bei den Boostern. Aber wie gesagt, da bin ich mir jetzt nicht sicher. So, alt Quatsch, das wollte ich nicht machen. Ich wollte mein Turbo-Deck bearbeiten. Was mache ich denn hier? Das schon wieder. Edit Deck Turbo, das ist das Standard-Deck nochmal. Das hatten wir ja schon mal eingestellt gehabt. Und jetzt werde ich hier mein normales Deck laden. Ich nehme mein Kaisermacht-Deck. So, und jetzt muss ich eigentlich nur noch die Zauber, Geschwindigkeitszauber reintun. Chaosende wollte ich reintun. Dann, ich kann noch einen dunklen Kern reintun. Dann noch Seelentausch. Was habe ich denn hier noch? Ich muss mal... Ah ja, die wollte ich reintun, genau, Seelenerlöser. Eine gute Zauberkarte für mein Deck. Und dann wollte ich noch... habe ich dann noch etwas? Nein, okay. Dann gehe ich mal auf Schnellzauber. Hier werde ich auf jeden Fall mystischer Raumtyphon reintun. Ach, da fliegt gerade so eine Scheißfliege da vor meinem Bildschirm. So eine kleine Scheißobstfliege. Kennst du ja bestimmt, wenn ihr ein bisschen Obst gekauft habt. Dann kennst du das wahrscheinlich, dass da manchmal das am Anfang ja, irgendwann mal solche kleinen Viecher rumzufliegen. Und das ist bei mir gerade der Fall. Und der Rat, also wenn ihr etwas dagegen machen wollt, dann müsst ihr das Obst, also die Obstfliegen, die wachsen meistens auf dem Obst, was man sich aus dem Supermarkt kauft. Daher ist es ratsam, das Obst gut durchzureinigen, also zu waschen quasi, unter Leitungswasser halt zu gießen, sag ich mal. Halt, ihr wisst schon, reinigen halt, ne? Unter Leitungswasser halt reinigen, damit die ganzen Larven da von dem Obst weg sind, weil es ist normal, dass, wenn man sich Obst kauft, dass dann auch gleichzeitig man, ja, gleichzeitig auch noch ein paar Obstfliegeneier mitkauft. So, ach so, ich habe die schon dreimal drin. Na gut, die kann ich noch reintun, meinetwegen. Eine werde ich noch reintun, vielleicht eine Feinkarte noch. Ja, die scheint mir ganz gut. Okay, Kaisermacht. Ich werde hier das Deck auch gleich speichern, damit ich mir das nicht nochmal erstellen muss. Das ist unser Turbo-Duell-Deck. Und ja, sieht man hier oben, das ist ein Turbo-Duell-Deck, deswegen ist hier ein D-Wheel zu sehen. Und das war's. So, aber jetzt wird's wieder episch. Hier mal, bevor wir wieder ins epische Geschehen reingehen, das kleine Deck hier erstellen. Nein, Quatsch. Nein, hier rein, genau. Okay, im letzten Part haben wir ja, wie heißt der Typ nochmal? Habe ich den Namen vergessen. Devak, genau. Und in diesem Part kämpfen wir gegen einen weiteren Darkseigner. Ja, jetzt müssen wir ihn allerdings zunächst suchen, natürlich, ne? Sonst können wir uns schlecht mit ihm duellieren. Aber ich kann euch garantieren, wir werden in diesem Part... Da ist er ja endlich. Wer bist du? Ich hätte merken sollen, dass ein Zeichner in der Nähe ist. Was soll's, ich heiße Greiger. Ich wurde als Dark Zeichner neu wiedergeboren, um für meine Familie Rache an Godwin zu nehmen. Nun ist mein einziges Ziel, die Seiners zu besiegen. Du musst ein Freund von ihnen sein, richtig? Also dann, ich werde mich mit dir duellieren, um sie hierher zu locken. Versuch mich zu schlagen, nachdem ich einen erdgebundenen Sterblichen beschworen habe. Ach ja, Greiger, den kennen wir ja auch aus dem 2009er. Den haben wir damals, naja, nicht ganz so souverän besiegt. Hoffentlich läuft es diesmal anders. Hier der Safe State wieder. Und es geht los. Versuche mich zu schlagen, nachdem ich einen erdgebundenen Unsterblichen beschworen habe. Also, wir müssen ihn besiegen, nachdem er seinen erdgebundenen beschworen hat. Wenn wir ihn vorhin besiegen, müssen wir nochmal gegen ihn antreten, was ich ziemlich bescheuert finde. Naja, gut, also, ja, es geht los.
Das Turbo-Duell wird gestartet. Epische Musik an. Unser zweites Turbo-Duell in dem Spiel und das gleich gegen einen Darkseigner. Das ist schon ein bisschen krass. Okay, es geht los. Der Tempo-Welt 2 wird gestartet. So, hier herrschen andere Regeln in Sachen Erdgebundene und Sterbliche. Da hier ein Feldzauber herrscht, ne, kann er seinen Erdgebundenen ohne sich groß Sorgen zu machen spielen, da diese Karte ja ein Feldzauber ist. Und ihr wisst ja, ein Erdgebundener braucht ja einen Feldzauber, ansonsten wird er zerstört. Und das zählt als Feldzauber, das heißt, wir können seinen Erdgebundenen nicht einfach zerstören, indem wir den Feldzauber zerstören, sondern wir müssen ihn üblicherweise durch Monsterangriffe oder Effekte zerstören. Okay, das Duell beginnt. Wir kriegen beide einen Zähler, leider, ja doch, ich habe einen Monster Stufe 4, okay. Flammenangreiferin. Flip-Effekt, entferne die obersten drei Karten von deinem Deck aus dem Spiel, um den Lebenspunkten deines Gegners 800 Punkte Schaden zuzufügen. Ziemlich ordentlich, denn die Karten werden dadurch entfernt und ihr wisst ja, mein Deck ist darauf spezialisiert, dass möglichst viele Karten entfernt werden. Okay, ich darf ihn allerdings nicht besiegen, ehe er seinen Erdgebundenen gespielt hat. Ansonsten muss ich nochmal mich mit ihm duellieren. Zähler Nummer 2 für beide. Was macht der? Er spielt gleich seinen Cyberdrachen, den kann er spielen, weil wir ein Monster haben und der nicht. Und das als Spezialbeschwörung. Das ist böse. Es ist ein Maschinenmonster. Reiger hat auch ein Maschinendeck, soweit ich mich entsinnen kann. Und er greift direkt mit seinem Maschinendrachen an oder Cyberdrache, was auch immer. So, ich benutze Makrokosmos, damit mein Monster entfernt wird, wenn es jetzt zerstört wird. Flip-Effekt aktiviert sich. Ich hoffe, es wird ein Digi-Spellflugzeug entfernt. Denn dann kann ich mein Tributmonster spielen. Nein, das ist Chaoswalde Gustav, Dunkler Kern und die Angreiferin. Oder die Kriegerin. Die Kriegerin heißt sie. Okay, er setzt eine verdeckte und noch eine verdeckte. Sehr gut. Denn jetzt kann ich seine verdeckten zerstören. Ich habe ja meine Zauberkarte Seelentausch. Habe ich genug Zähler? Ja, ich muss zwei entfernen. Sehr gut, ich habe zwei. Das heißt, ich kann jetzt diesen Tempo-Zauber benutzen, um seinen Cyberdrachen zu opfern. Also, ich benutze Seelentausch. Zwei Geschwindigkeitszähler werden entfernt. Hoffentlich annulliert es nicht mit irgendeiner finsteren Bestechung oder sowas. Gut, hat er nicht gemacht, sehr gut. Jetzt werde ich sein Monster als Tribut anbieten und werde Möbius spielen und seine zwei verdeckten Karten zerstören. Aber ich gehe fast davon aus, dass er eine fiese Falle hat, die mein Monster jetzt zerstören wird. Ich tippe auf bodenlose Fallgrube oder reißende Tribut. Oder auch göttlicher Zorn. Eine von den dreien könnte jetzt auftreten. Ah ja, Feuer des jüngsten Gerichts. Es gibt ihm zwei Spielmarken, die er opfern kann, um seinen Erdgebundenen zu spielen. Synchro-Beschwörungen kann er nicht durchführen, da er kein Synchro-Monster in seinem Deck hat, in seinem Extra-Deck. Sein Extra-Deck ist leer. So, ich muss leider warten, bis er seinen Erdgebundenen gespielt hat. Das heißt, ich zerstöre jetzt keins seiner Monster, sondern beende meinen Zug direkt und zerstöre keine seiner Spielmarken. Jetzt könnte er seinen Erdgebundenen spielen. Er setzt nur ein Monster verdeckt. Kann ich vielleicht zerstören, wenn er nichts Fieses setzt. Okay, er setzt vielleicht was Fieses. Wenn es Spiegelkraft ist, werde ich mich ärgern. Aber ich muss sowieso jetzt angreifen. Oder vielleicht auch nicht. Ich kann ja seine Verdeckung einfach mit mystischer Raumtempo zerstören. Habe ich genug Zähler? Ja.
Okay. Dann entferne ich zwei Geschwindigkeitszählmarken wieder. Und wähle seine versteckte Karte. Die wird zerstört. Ich hoffe, er aktiviert nichts. Ah, Spiegelkraft. Die gute alte Spiegelkraftkarte. Gut, dass wir die zerstört haben. Ansonsten hätte ich mich geärgert. Sehr gut. Okay, dann zerstöre ich jetzt sein verdecktes. Ach, komm schon. Nicht Sprengkugel. Verdammt. Falls ein Monster deines Gegners dieses Monster in verdeckter Verteidigungsposition angreift, wird diese Karte vor der Schadensberechnung zu einer Ausrüstungskarte, die das angreifende Monster ausrüstet. Zerstöre das ausgerüstete Monster nach der nächsten Standby-Phase deines Gegners und füge deinem Gegner Schaden in Höhe der ATK des zerstörten Monsters zu. Verdammt. Ich kann mein Monster allerdings noch opfern, um Zabok zu spielen. Ich habe ja noch keine Normalbeschwörung gemacht. Genau, ich muss es fast machen, sonst kriege ich Schaden. Gut, jetzt muss ich ein Monster auf dem Spielfeld zerstören. Selbstverständlich wähle ich seine Spielmarke. Auch wenn ich gehofft hätte, dass er jetzt seinen Erdgebundenen spielt. Naja, ich kann es nicht ändern. Ich muss jetzt einfach warten, bis er seinen Erdgebundenen spielt. Mann, das ist doch bescheuert. Ich muss warten, bis er sein stärkstes Monster spielt. Das ist doch dämlich. Vielleicht soll ich mir 10 Sailor einsparen, um seinen Erdgebundenen gleich zerstören zu können, wenn er ihn spielt. Er hat ein Monster verdeckt gesetzt. Ah, ich habe dunkler Kern. Damit kann ich seinen Erdgebundenen auch zerstören. Ja, ich brauche sogar nur 2 Zähler, okay. Aber ich beende meinen Zug, damit er seinen Erdgewonnenen endlich spielen wird. Oder spielen kann. Na los, opfer deine 2 Monster. Mein Mensch, das ist doch blöd. Jetzt jubel ich ihn an, damit er sein stärkstes Monster spielt. Das ist dämlich. Ey, Spieleentwickler. Was habt ihr euch dabei gedacht? Ich kann nicht mein Monster von ihm zerstören, sondern ich muss warten, damit er das Tribut hat. Eine Tribute hat für seinen scheiß Erdgebundenen. Naja. Eine weitere Makrokosmos-Karte habe ich gezogen. Okay. Jetzt zerstöre ich seine Spielmarke. Denn wenn er seine Monster opfert, dann ist es wertvoller für mich. Dann werden die ja auch entfernt. Und er kann nicht mehr darauf zurückgreifen. Spiel deinen Erdgebundenen, ich warte. Und machst du es dieses Mal? Oder willst du eine Karte mit deinen 7 Zählmarken ziehen? Spiel deinen Erdgebundenen. Er will nicht spielen. Entweder zieht er nicht oder er will ihn einfach nicht spielen. Und ich tendiere zu beiden. Jetzt zieht er nicht und er will ihn auch nicht spielen. Na gut, dann mache ich seinen verdeckten Monster Platz. Eins ist bestimmt wieder so eine Sprengkugel, aber ich kann es nicht ändern, ich muss angreifen. Sowas ist echt nervig. Okay, ich zerstöre Mitte, rechts oder links. Bin ich rechtsradikal, linksradikal oder Mitte? Ich nehme die Mitte. Die goldene Mitte ist immer gut. Na, gerade bei der Spion. Ein Flip-Monster. Effekt, jetzt kriegt er ein Grabwächters. Ja, jetzt kriegt er ein Grabwächter-Monster mit einer ATK von 1500 oder weniger aufs Spielfeld. Er nimmt einen zweiten. Okay. Also jetzt hat er doch genug Material, um seinen Erdgebundenen spielen zu können. So, und falls er es machen wird, aktiviere ich sicherheitshalber. Setze ich diese Falle einfach mal verdeckt, denn Erdgebundene haben die Fähigkeit, dass sie direkt angreifen können und das wird mich schützen, wenn er mich direkt angreifen will, wenn er seinen Erdgebundenen spielt. Jetzt hat er 10 Zähler, er kann jetzt mein Monster mit dem Effekt von Tempowelt 2 zerstören. Mensch, Greiger, du regst mich schon wieder auf.
Warum ich schon wieder sage? Ganz einfach. Er hat mich schon im 2009er Let's Play aufgeregt. Okay. Spielflugzeug, lustig. Ach, am liebsten würde ich jetzt die hier benutzen, aber ich muss üblicherweise warten, bis er seinen Kurzweg gespielt hat. Das ist blöd und bescheuert. Das ist bleuert. Bleuert. Okay, ich zerstöre jetzt seinen zweiten Grabwächter, den er sich speziell besporen hat. Und Endphase. Jetzt hat er 12 Zähler, er kann weiterhin mein Monster zerstören. Durch den Effekt seiner oder der Tempowelt. Die gehört ja uns beiden, die Tempowelt-Zauberkarte. Spiele deinen Erdgebundenen, ich will dich endlich erledigen können. Spiel deinen Erdgebundenen. Und was macht er? Er kommt. Er hat seinen Erdgebundenen beschworen. Erdgebundener Unsterblicher Chaco Chalur. Effekt. Es kann nur ein offenes Erdgebundener Unsterblicher Monster auf dem Spielfeld liegen. Falls keine offene Spielfeldzauberkarte auf dem Spielfeld liegt, zerstöre die Karte. Das ist der Effekt, den alle Erdgebundenen haben. Dein Gegner kann diese Karte nicht angreifen. Diese Karte kann deinen Gegner direkt angreifen. Das ist der Effekt, den alle Erdgebundenen haben bis hierhin. Jetzt kommt ein spezieller Effekt seines Erdgebundenen. Einmal pro Spielzug kannst du deinem Gegner Schaden in Höhe der Hälfte der Defense dieser Karte zufügen. Also er könnte jetzt quasi uns 1200 Punkte direkt als Effektschaden zufügen. Jetzt würde er uns wahrscheinlich damit angreifen. Habe ich erwartet. Ich habe mich vorbereitet mit der schönen Entkräftigungsfallenkarte. Jetzt bekommen wir Lebenspunkte in Höhe seiner ATK. Also 2900 Lebenspunkte für uns. Jetzt haben wir 10.900 und ich kann ihn jetzt besiegen. Jetzt hat er ja seinen Erdgebundenen beschworen. Jetzt kann ich voll in die Offensive gehen. Okay, als erstes muss ich seinen Erdgebundenen loswerden. Das kann ich mit dieser Zauberkarte hier dunkler kehren. Hast du zwei oder mehr Geschwindigkeitszählmarken, kannst du diese Karte aktivieren, indem du eine andere Karte abwirfst. Entferne ein aufgedecktes Monster aus dem Spiel. Entfernen werde ich diese Karte hier, Begräbnis aus einer anderen Dimension. Und sein Chaco Chalur wird entfernt. Jetzt zerstöre ich sein verdecktes Monster. Fallenreaktor F-Fall. Okay, ist nicht so tragisch. Kein starkes Monster. Und ich beende meinen Zug, jetzt kann ich ihn erledigen. Jetzt habe ich freie Schussbahn. Er hat noch drei Karten, er hat allerdings 12 Zauber. Okay. Er leitet sich mal kurz mein Monster. Für einen Zug. Ob es ihm was bringt, kann ich nicht sagen. Er könnte mein Didi-Spellflugzeug zerstören, aber was bringt es? Ah, schönen Dank auch, genau. Nimmst du einfach meine Monster als Tribut. Schönen Dank auch, Beschwörungsreaktor SK. Immer wenn ich ein Monster beschwöre, kriege ich 800 Schaden. Und ich kann einen Angriff von einem auf einem Monster annullieren, er kann einen Angriff von mir annullieren. Falls er einen Fallenreaktor, Zauberreaktor auf dem Spielfeld hat, kann ich die Karte auf den Friedhof legen, um fliegende Festung Skyfire Spezialbeschwörung von seinem Deck oder seinem Friedhof zu beschwören. Okay.
Gut, ich krieg sein Monster ganz einfach mit der Zauberkarte Chaosende klein. Dieser Angriff bringt nichts, mein Monster kommt im nächsten Zug zurück. Okay, mein Monster kommt wieder zurück, da es entfernt wurde vom Spielfeld. Oder allgemein, da es entfernt wurde. Oh scheiße, jetzt aktiviert sich der Effekt seines Monsters. Wir kriegen 800 Damage. Naja, nicht so schlimm, wir haben ja genug Lebenspunkte. Okay. Ich will es ihm gleich tun und ihm sein Monster auch klauen. Fies wär's, fies wär's. Ich könnte dieses Monster. Das ist genial. Nein, das hebe ich mir auf. Vielleicht klaue ich mir dadurch mal seinen Erdgebundenen, falls er noch einen spielen sollte. Wie viel Zähler brauche ich dafür? Zwei nur, okay. Gut, ich benutze den Effekt von Tempowelt 2, um eine Karte zu ziehen. Das heißt, ich muss 7 Zähler entfernen. Ich zeige Ihnen jetzt einfach mal Chaosende, die werde ich jetzt sowieso spielen, daher ist es egal, ob er weiß, dass ich die habe. Und ich habe Seelenerlöser gezogen, die bringt mir gerade nicht viel. Aber egal. Jetzt werde ich alle Monsterkarten zerstören. Das Monster kann meinetwegen zerstört werden, es kommt ja eh wieder zurück, also es ist egal. So, Chaosende, zerstöre alle Monster auf dem Spielfeld, wenn 7 oder mehr Karten entfernt wurden bei mir. Okay, jetzt haben wir sein Beschwörungsreaktor zerstört. Jetzt greife ich ihn mit Diele-Krieger direkt an. Und entferne ihn dann aus dem Spiel. Nein, natürlich nicht. Wir können ihn erst aus dem Spiel entfernen, wenn wir ihn besiegt haben, natürlich, ne? Dann müssen wir eigentlich nicht mehr gegen ihn duellieren. Dann haben wir ihn quasi aus dem Spiel genommen. So, Endphase. Wenn wir wieder dran sind, kann ich nochmal eine Karte ziehen, denn dann haben wir wieder 7 Zähler. Und mein Monster kommt jetzt leider wieder zurück in die Angriffsposition. Das ist schlecht. Aber sind wir froh, dass es wieder zurückkommt. Im Vergleich zu seinem, ja, Beschwörungsreaktor. Alter, was ist da überall für Ungeziefer bei mir? Jetzt krabbelt da ein Silberfisch da auf meinem Schreibtisch. Unglaublich. Ja, ich lebe ja auch in der dunklen Gasse, ne? Nein, natürlich nicht. Doch, nein. Ja. Aber das ist Sommer, da fliegen viele Insekten und so ein Zeug rum. Naja, egal, jetzt wieder zurück zum Spiel, sonst wird es nicht mehr episch. So, soll ich diese Karte benutzen? Soll ich die benutzen? Nee. Ich aktiviere erstmal den Effekt von Tempowelt 2, um noch eine Karte zu ziehen. Ich zeige ihm jetzt Seelenerlöser. Dunkler Kern. Wieder ein Mittel gegen einen Erdgebundenen. Okay, ich setze das Monster doch verdeckt. Ist ja egal. Das füllt ja eigentlich die Hände von uns beiden auf. Jetzt zerstöre ich mit Diele Krieger sein Monster. Es ist egal, welches Monster es ist. Es wird sowieso entfernt, wenn es in einem Kampf ist. Das heißt, es hat sogar eine höhere Death, als wir Angriffspunkte haben. Jetzt aktiviert sich sein Flip-Effekt. Und er kann eins unserer Monster auf die Hand zurückgeben. Ach, er wählt unseren Verwandlungskuch. Willst du keine 5 Karten ziehen? Also ich schon. Na gut, aber wenn du es nicht möchtest, bitte sehr, dann kann man halt nichts machen. Okay, ich greife ihn jetzt einfach direkt an. Wir sind ja Lebenspunkte technisch im Vorteil. Und wenn er ein starkes Monster in die Angriffsposition setzt oder spielt, dann könnte ich auch mit Gehirnkontrolle mir mal kurz ausborgen. So, Endphase. Er hat nur 2 Karten, wir haben 5. Mit den Karten auf dem Spielfeld gerechnet, die wir noch haben, haben wir 7:3 Karten, 7:2 Karten. Und wir haben mehr Lebenspunkte als er, also es läuft ziemlich gut für uns. Er aktiviert den Effekt von Tempowelt 2. Und was macht er? Zerstört er mein Speerflugzeug? Das wäre eigentlich dumm, wenn er das machen würde, denn mein Monster kommt ja sowieso wieder zurück. Aha, er hat schwere Sturm, okay.
Schönen Dank auch, bringt dir gar nichts. Mein Monster kommt eh wieder. Mein Monster kommt eh wieder. Das war ein blöder Zug von dir. Okay, Didi spielt für Zeug. Kehre zurück aufs Feld. Das versteht die KI anscheinend nicht. Naja, gut. Ah ja, Dimensionsarchimist. Damit könnte ich meine verbannte Kartenzone ein bisschen auffüllen. Mache ich auch. Ich entferne die oberste Karte meines Decks aus dem Spiel. Das erhöht seine Angriffskraft um 500. Damit hat mein Dimensionsalchemist eine ATK von 1800. Jetzt greife ich mit Dimensionsalchemist sein verdecktes Monster an. Kann sein, dass es wieder ein Grabwächter ist. Ah, Sprengkugel nochmal! Nein! egal. So viel Damage macht es uns auch nicht. Im schlimmsten, ja. Es macht uns im nächsten Zug 1300 Schaden. Weil die Angriffskraft meines Monsters ist nach meinem Zug wieder normal. Und hier gibt es erstmal einen Direktangriff für Kreiger. Das reduziert seine Lebenspunkte noch weiter. Jetzt hat er nur noch 4400. Und jetzt kann ich meinetwegen auch noch meine zweite Makrokosmos-Karte setzen. Und jetzt beende ich meinen Zug. Im nächsten Zug wird mein Dimensionsalchemist leider zerstört. Aber ich glaube, dann aktiviert sich sein Effekt, oder? Oder muss er durch Kampf zerstört werden? Ach, ich kann es mir leider nicht mehr anschauen, da er jetzt am Zug ist. Ich kann die Karte mir kurz anblinken. Wenn die Karte zerstört und von einer Spielverzeit... okay, die muss zerstört werden und die wird auch zerstört. Das heißt, ich kriege jetzt ein Monster, das entfernt wurde vom... ja, von meiner aus dem Spiel entfernten Monster-Kartenzone. Oh Gott, das klingt total dämlich. Ich sag einfach verbannten Monster-Zone jetzt. Gut, dann kriege ich jetzt ein Monster von meiner verwandten Monsterzone. Oder verwandten Kartenzone, das klingt auch besser. Okay, leider kriege ich jetzt 1200 Lebenspunkte Schaden, aber halb so schlimm. Ich habe ja sowieso genug Lebenspunkte. Was, warum bekomme ich es nicht? Muss es doch durch Kampf zerstört werden. Wenn diese Karte zerstört und von deiner Spielfeldseite auf dem Friedhof gelegt... Verfriedhof, verdammt, ich hab's vergessen. Die muss auf dem Friedhof gelegt werden und die wurde jetzt hier entfernt. Okay, egal. Aber ich kann trotzdem ein Monster holen, das entfernt wurde. Durch dieses Monster hier. Ich könnte mir Zarbok zurückrufen. Das erscheint mir ganz clever, genau. Ich opfer jetzt an mein Didi-Spähflugzeug. Jetzt kommt er eh wieder zurück aufs Feld. Und rufe die DM-Meister aus der anderen Dimension aufs Feld. Jetzt kommt sein Effekt. Ich kann eine Zauberkarte abwerfen und ein Monster rufen, das aus dem Spiel entfernt worden ist. Und ich hole mir Zarbok vom Friedhof. Oder, nee, nicht vom Friedhof. Von der aus dem Spiel entfernten Kartenzone. Oder verbannten Kartenzone, was auch immer. So, mal schauen, rechnen wir mal. 1700 plus 2400 sind 4100. Und ich kann noch einmal den Effekt von Tempo Welt 2 benutzen, um ihnen 800 Punkte Schaden zuzufügen. Das heißt, wenn es jetzt klappen sollte, gewinnen wir. Gut, Zarbok direkt. Hat er eine fiese Falle? Ja, er hat eine fiese Falle. Okay. Mein Monster wird leider entfernt. Aber das ist eh egal. Ich kann mein Monster sowieso wieder zurückrufen im nächsten Zug. Wenn nicht sogar... Nee, einmal pro Spielzug steht dran. Okay, also kann ich es doch nicht in diesem Spielzug zurückrufen. Ich dachte gerade, ich kann es in diesem Spielzug noch in der Main Phase 2 zurückrufen. Allerdings steht hier auf der Kartenbeschreibung einmal pro Spielzug und... ich habe es ja schon in diesem Spielzug gemacht. Okay, jetzt kommt der Effekt von Tempo Welt 2 und ich füge ihnen 800 Punkte Schaden zu. Ich entferne zwei Zähler. Vier Zähler, verdammt, ich kann nicht rechnen. Oder ich kann nicht zählen. So, ich entferne, ich zeige ihm dunkler Kern.
Jetzt hat er nur noch 1900 Lebenspunkte. Und wir müssen jetzt nur noch warten, bis unser, ja, bis wir 12 Zähler haben. Dann gewinnen wir das Duell. Auch so. Dann können wir ihn mit Tempowelt 2 einfach 2400 Punkte allein durch Tempowelt 2 zufügen. Also Schaden zufügen, und wir gewinnen dadurch ebenfalls. Also mindestens 7 Züge haben wir gewonnen. Oder 6 Züge. 6 Züge sind es. Ja, 6 Züge. Süß. Der verteidigt sich. Darkseigner verteidigt sich. Welch eine Blamage. Da kriegt er bestimmt Ärger von seinen Kollegen, wenn er jetzt so schlecht spielt. Alles klar, ich kann Zabok zurückrufen. Das werde ich auch machen. Also, DGM. Der Effekt aktiviert sich. Ich entferne dunkler Kern. Ist ja egal, selbst wenn er seinen Erdbewohner jetzt spielen sollte. Ich kann ihn mit Gehirnkontrolle kontrollieren und ihn dann mit seinem eigenen Monster zerstören. Ach, rufe ich mal Möbius zurück. Ist eh egal. Hat dieselbe Angriffskraft wie Zabok. Und jetzt zerstöre ich sein Monster mit Möbius, und dann greife ich ihn mit meinen anderen beiden Monstern direkt an, und das Duell ist beendet. Schwarze Salve. Okay, wir haben gewonnen. Warum hat er ein Empfängermonster in seinem Deck? Ich meine, er kann keine Synchro-Beschwörung machen. Er hat ja gar kein Synchro-Monster in seinem Deck. Sein extra Deck ist leer. Warum ist dann ein Empfängermonster in seinem Deck drin? Egal, muss ich nicht verstehen. So, direkter Angriff mit IDM. Und mit dir die Sperrflugzeug nach ihnen alle. Und wir haben den zweiten Darkseigner besiegt. Wir kriegen weitere Boni. Ah, mehr Geld für neue Karten. Ah, ich hätte nie erwartet, dass du so stark bist. Aber vielleicht ist es gut so. Während des Duells konnte ich meine Brüder zu mir sprechen hören. Sie sagten mir, dass selbst meine Rache an Goodwin mir nicht zurückbringt, was ich verloren habe. Sie haben recht, danke. Ja, bitte, jederzeit gern wieder. Oh, was ist das? Oh, da ist eine Kiste! Was ist das? Juhu! You say, Duellieren macht Spaß, oder? Puh, Kellen, warum? You say und Kellen sind in einem heftigen Duell verwickelt. Wie das Duell wohl ausgehen wird? Begebe dich auf deinem D-Runner dorthin und vermeide die Angriffe des erdgebundenen Unsterblichen. Ja, erst hole ich mir die Kiste hier ab. Was ist da drin? Oh, Zabok. Seemann, verdammt. Zabok. Zabok als Karte. Muss man sich mal vorstellen. Okay. Dann gehe ich zurück zum Speicherpunkt. Und dann beende ich den Part auch schon, und dann schauen wir mal, was Kellen und Yusei im nächsten Part so alles machen. Gut, jetzt muss ich wieder zurücklatschen. Seufz, wieder eine künstliche erzeugte Länge vom Spiel. Könnte ich eigentlich so überspringen, aber jetzt bin ich eh schon dabei, das aufzunehmen. Also was soll's. So. Also gut, im nächsten Part schauen wir uns an, was Kellen und Yusei so machen. Also, bis zum nächsten Part. Ciao, euer NKLP.